Abschreibungen. Das Wort habe ich schon immer wieder in vielen Videos zum Thema Airbnb erwähnt. Aber was bedeutet es eigentlich mit diesen Abschreibungen und was ist dieses AFA und wie funktioniert das? Und darf ich auch den Immobilienwert, also den Grund und Boden steuerlich abschreiben? Das erfährst du jetzt in diesem Video und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ganz einfach mal erklärt, wie funktioniert eigentlich so diese AFA? Im steuerlichen Bereich, Absetzung für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes und Abschreibung ist ja so der landläufige Begriff, wo man sagt, hey, ich kann das steuerlich abschreiben. Also das Wichtigste, was man hierzu wissen muss, ist, dass grundsätzlich an der Stelle jedes Wirtschaftsgut, was einer Abnutzung unterliegt, auch abgenutzt wird und dementsprechend abgeschrieben wird. Bedeutet zum Beispiel jetzt bei Airbnb, es ist so, dass wir das Wirtschaftsgut, an der Stelle Immobilie, hier aber nur das Gebäude, steuerlich absetzen können. Hier gibt es unterschiedliche AFA-Sätze, die blenden wir euch mal ein. Da war ja lange Zeit hier eine 2%ige AFA, im Betriebsvermögen bei gewerblicher Vermietung 3%. Das wurde jetzt durch das Wachstumschancengesetz auch auf 3% angehoben. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass es hier aber auch noch je nach Jahr, wann die Immobilie hier gebaut worden ist und sowas, Unterschiede gibt. Blenden wir euch mal so ein paar Tabellen ein, aus übrigens unserem Buch zum Thema Einkommensteuer und auch zu natürlich anderen Büchern, die du auch auf Amazon dazu findest, haben wir sehr viel über Immobilien schon gemacht. Was bedeutet jetzt eine Absetzung für Abnutzung? Jedes Wirtschaftsgut, sei es eine Einbauküche, sei es im Grunde ein Sofa, sei es ein Fernseher, sei es eine Immobilie, also das Gebäude als solches, unterliegen ja einem Wertverlust. Denn die Bausubstanz wird immer schlechter. Dann ist es im Großen und Ganzen vielleicht auch der Grund und Boden wird hier schlechter, das Gebäude irgendwie leidet darunter. Das sind alles Abnutzungen. Oder zum Beispiel, wenn ich täglich hier durchlaufe, dann ist ja auch der Boden, der abgenutzt wird. Das sind alles so Abnutzungserscheinungen. Ähnliches ist es natürlich auch bei einer Einbauküche. Jedes Mal, wenn ich koche, nutze ich zwangsläufig das Terranfeld ab, die Herdplatten ab, die Auflagefläche, wo ich vielleicht mein Obst, mein Fleisch, mein Sonstiges drauf schneide. Das wird alles im Großen und Ganzen abgenutzt. Und der Gesetzgeber hat mit der Abschreibung bzw. AFA, also Absetzung für Abnutzung, hier diesem Rechnung getragen und sagt, hey, es gibt hier so durchschnittliche AFA-Dauern, wo man sagt, also ein bestimmtes Wirtschaftsgut ist über einen bestimmten Zeitraum dann verbraucht. Und das ist zum Beispiel, an der Stelle gibt es dann noch so Sonderfälle, wie zum Beispiel die Sonder-AFA bis 1.000 Euro, das sogenannte GWG. Dann gibt es so Themen, wie gesagt, hier Sammelposten, große Wirtschaftsgüter über 5 Jahre abschreiben, bei natürlich auch in dem Zusammenhang Immobilien gibt es auch so einen Sonderfall mit Erhaltungsaufwendungen, die verteilt werden können auf 2 bis 5 Jahre, haben wir auch schon ein paar Videos dazu gemacht und da ist es dann grundsätzlich so, dass es wie gesagt bei Immobilien 50 Jahre, 33 Jahre hier eine Nutzungsdauer gibt, bei zum Beispiel Einbauküche ist es zum Beispiel hier die AFA von an der Stelle 10 Jahre und da gibt es zum Beispiel andere Betriebsvorrichtungen, die zum Beispiel 15 oder 20 Jahre abgeschrieben werden oder natürlich auch 10 Jahre, also gibt es unterschiedliche Themen. So ein klassischer Fall für eine geringere AFA ist jetzt zum Beispiel auch so ein Tiny House, das man vielleicht noch hier aufbaut. Haben wir auch eine Mandantin, die zum Beispiel auf einer schönen, größeren Wiese jetzt mehrere so minimalistic Tiny Houses baut, um einfach dort auf ein Urlaubsresort aufzubauen. Na, schon gewusst? Jetzt gibt es auch Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel unseren Bestseller-Gründerkurs. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Ist auch ein ganz spannendes Thema, das immer mehr zunimmt. Das kommt gerade aus dem Ausland so rüber. Kennt man ja, sag ich mal, aus diesen Wüstenregionen in Amerika oder auch in Norwegen, wo man ganz klar sagen kann, da kann man im Großen und Ganzen hier auch wirklich Geld damit verdienen. Großer Unterschied war bisher jetzt, wie gesagt, lange Jahre die unterschiedliche AFA hier von zum Beispiel Immobilien im Betriebsvermögen und hier im Privatvermögen. Das wurde jetzt angepasst durch das Wachstumschancengesetz und du kannst grundsätzlich, wie gesagt, auch alles abschreiben. Hier alles, was du irgendwie anschaffst, Möbel, Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände, vor allem die ja bei Airbnb ja auch oftmals mit dabei sind, muss man auch ganz klar sagen, dass natürlich das hier sich auch steuerlich auswirkt. Das bedeutet nämlich, der große Unterschied ist ja, dass du hier an der Stelle immer natürlich auch durch die Abschreibung eine geringere, ganz einfach steuerliche Auswirkung hast, als du eine finanzielle Auslastung hast. Bedeutet nämlich, die Belastung finanziell ist höher, weil das Geld, was weiß ich, den Fernseher hast du zum Beispiel sofort bezahlt, abgeschrieben wird aber über mehrere Jahre. Die Couch hast du sofort bezahlt, 2.000, 3.000 Euro,
Abschreibung mehrere Jahre. Das heißt, Geld ist sofort in 100% weg, aber zum Beispiel, was weiß ich, über 3 Jahre, über 4 Jahre, über 5 Jahre wird das abgeschrieben, also hast du bloß 33%, 20%, 10% pro Jahr steuerliche Auswirkung. Und es gibt hier, wie gesagt, auch noch Sonderfälle, gerade für das gewerbliche Airbnb ist es ja auch spannend, hier mit sogenannten Investitionsabzugsbeträgen zu arbeiten. Das heißt, diese Investitionsabzugsbeträge machen es natürlich dann schon schön, dass du sagst, hey, ich plane nächstes Jahr ein bewegliches Wirtschaftsgut in folgender Höhe anzuschaffen, im Jahr 2024 zum Beispiel jetzt hat. Und dann kann ich aber schon rückwirkend in 2023 da einen Investitionsabzugsbetrag reinnehmen, der dann in 2023, also in der Vergangenheit, meine Steuerbelastung reduziert und damit habe ich mehr Kapital in der Zukunft, um dann wieder zu investieren. Mindert natürlich in der Zukunft auch deine Anschaffungskosten, damit hast du eine geringere AFA, aber das nur mal so mit dabei. Ganz wichtig ist auch, dass hier immer auch die AFA, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist, beziehungsweise Regelbesteuerter bist, also im Normalfall über 22.000 Euro Umsatz, hier in der Umsatzsteuer hast, dann ist hier die AFA immer nur auf den Nettobetrag anzuwenden. Das heißt, iPhone minus 19% Umsatzsteuer, Laptop oder zum Beispiel auch an der Stelle Couch minus 19% Umsatzsteuer oder Fernseher minus 19% Umsatzsteuer geteilt durch gewöhnliche Nutzungsdauer. Und das ist aber auch noch ganz wichtig, gewöhnliche Nutzungsdauer spricht bei mir immer von per anno als pro Jahr. Das machen wir auch in vielen Beispielen ja immer hier wieder. Aber ganz wichtig, auch pro rata temporis bedeutet runtergebrochen auf 12 Monate. Bedeutet, wenn du jetzt was im Dezember angeschafft hast, dann kannst du 1/12 geteilt durch natürlich dann noch die Anzahl der Jahre hier steuerlich geltend machen. Wichtig immer auch Unterscheidung zwischen Kurzzeitvermietung, Langfristvermietung, Kurzzeitvermietung, wie gesagt, häufigerweise auch gewerblich, was in Airbnb meistens der Fall ist. Damit hast du hier an der Stelle natürlich eine kurzfristige Vermietung, die gewerblich ist. IAB kannst du bilden, im privaten Bereich nicht. Und es gelten natürlich dann hier höhere AFA-Sätze, vor allem in der Vergangenheit mit den 3%, die jetzt bloß noch zwei, die dann im privaten 2% war. Würde ich jetzt mal so ein altes Beispiel heranziehen, dann wäre es zum Beispiel bei 300.000 Euro, Kaufpreis der Wohnung, also Gebäudewert, 50 Jahre, hätte dann zur Folge, dass wir 6.000 Euro pro Jahr im Großen und Ganzen hier steuerlich geltend machen können. Würden wir es auf Monat unterbrechen, wären es dann 500 Euro pro Monat. Einrichtungsmöbel zum Beispiel, was weiß ich, Möbel, Geräte, sonstiges, geschätzte Nutzungsdauer 10 Jahre, hätten wir hier 1.000 Euro pro Jahr. Und wenn man dann hergehen würde und sagt, okay, wir haben zum Beispiel jährliche Einnahmen aus Airbnb, 25.000 Euro, dann haben wir jährliche Ausgaben, zum Beispiel Instandhaltung, 5.000 Euro, jährliche Abschreibung haben wir gerade berechnet, 7.000 Euro, dann kommen wir an der Stelle zum Beispiel hier auf einen zu versteuerten Gewinn aus unserer Airbnb-Tätigkeit von 13.000 Euro. Und auf diese 13.000 Euro Gewinn müssen wir dann, je nachdem wie unsere tarifliche Steuer ist, beziehungsweise wo sich unser zu versteuerndes Einkommen befindet, müssen wir dann natürlich einen bestimmten Steuersatz, also eine tarifliche Einkommenssteuer, drauf bezahlen. Und dann hätten wir zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir einen Steuersatz von 10% hätten, wären das im Grunde hierauf 13.000 Euro, 1.300 Euro Einkommenssteuer plus natürlich eventuell andere Steuern, die noch dazukommen, ohne jetzt auf die Umsatzsteuer zu achten. Wichtig, wie gesagt, ist an der Stelle, dass wir das Gesamtkonstrukt einfach beachten und uns immer wieder überlegen, dass nicht zwangsläufig etwas, was ich heute als Geld ausgebe, sich auch steuerlich heute sofort auswirkt.